So, hier sind wir wieder bei Let's Play Dark Souls 3. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe vollkommen was vergessen, nämlich umzustellen von 50 auf 60 FPS. Was ich so erzählt habe, ist im Grunde genommen nichts Wichtiges. Das war gerade der Anfang gewesen, also. Es geht nur darum, dass ich halt nicht gelevelt hatte. Keine großartige Zeit hatte. Ich meine, ich könnte hier Gegner auch noch verkloppen. Denn Gegner verkloppen macht Spaß. Da ist ein Item. Ich möchte das Item haben. Warum darf ich nicht das Item haben? Fakt ist auf jeden Fall, ich habe zwei Items, glaube ich, gefunden gehabt. Einmal ein Zornfragment und das zweite ist ein mittelgroßer Löcherklumpen. Und ich bin jetzt gerade hier total am Überlegen. Was ich hier eigentlich machen soll. Gibst du mir was? Nein, du gibst mir noch nicht mal irgendwas. ich war auf jeden Fall irgendwo hier gewesen. Schauen wir. Machen wir doch mal ein Lucky Lobby. Du kommst mal kurz mit. Weil ich meine, ich bräuchte tatsächlich hier beide. Das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ey. Bleib hier. Gut. Nächster Versuch. Au. Also ja, das ist so ziemlich das, was ich halt eigentlich machen will und soll und tue. Bleib hier.
Na! Also man sieht, es geht. Es ist nur ein bisschen aufwendig. Weil dadurch muss ich. Falls ich es jetzt nicht hinkriegen sollte, werde ich das einfach fast forwarden oder so. Das muss hier jetzt keiner hundertprozentig sehen hier. Fehlversuche. Sehr schön. Geht doch. Ah, dieses Sound. Ich habe es vermisst. Ja, ist ja auch schon etwas her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Das weiß ich. Engel! Musik in meinen Ohren. Spüre das Brennen der zerstückeln. Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Oh, das ist bedauerlich. Das war mir irgendwie klar gewesen. Aber dass da direkt Zorn dann ist, das ist eigentlich gar nicht mal so schön. Weil das bedeutet natürlich Bosskampf und Bosskampf bedeutet, ich darf mich wieder mal 5000 Mal verprügeln lassen. Ich werde hier wieder rausgeschmissen. Ernsthaft. Das ist sehen. Ach so, ja. Ach ja, was haben wir denn hier noch so? Thank you.
Okay. Wir wurden reingelegt. Krieg. Die anderen. Hier sind größere Mächte am Werk. Beobachterin. Hilfe. Herrin! Etwas stimmt nicht mit der Welt. Die empfindliche Ordnung ist gestört. Schritt 4. Ich frage nun, Engel und Dämon, seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung verlangen es so. Ja, Fürst des Abgrunds. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde, doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf für Himmel und Hölle geschickt. Sie gehören jetzt mir. Und ihr seid endlich frei. Feiglinge! Die ungestüme Kreatur erwacht. Verblendete Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand.
vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin. Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die 7 Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Beweise mir dein Bemühen um Gleichgewicht.